Ola, bist du in Hamburg oder Paderborn aktuell? In Hamburg. Umso schöner, umso Ja, schöner. genau. Wir Ich würde ja gerne sagen, schönes Wetter, aber wir haben ja kein schönes haben Wetter. wir könnten das Also kontrollieren. 25 Kilometer weiter nördlich ist schönes Wetter. Bei uns scheint die Sonne. Jens, von wo aus? Warte jetzt 25 Kilometer Norderstedt oder was? Nee, Nützen. Nützen. Heißt, es müssen mehr als 25 Kilometer, 30 Kilometer, 35. Guck mal, Jens, du bist doch mit deiner Drohne noch unterwegs, ne? Oder? Ja. Ja. Ja, das ist ja auch immer so, ist ja auch immer so eine Frage, was darf man da alles abfilmen und so weiter, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe ja die Führerscheine dafür gemacht. Ja, ja. Und da ist das auch ein Fragethema, was man filmen und fotografieren darf und was nicht. Ne? Ist jetzt nicht unser Originalding, aber wenn du da was bitten willst, kann Carola dir bestimmt irgendwann mal was erzählen dazu. Jan, moin! Moin, Thomas, grüß dich. Ist ja cool, dass wir uns hier mal sehen. Ja, ja, das ist einfach ein Thema, was mich aktuell interessiert. Guck mal, Unterschiede. Genau. Ich denke, da haben sich ja noch eine ganze Menge Leute angemeldet. Mal gucken, wie sich wieder so langsam nach und nach voll wird. Carola, moin. Also, Carola. Ja, genau, die andere Carola. Jawohl. Na, guten Morgen, hallo. Hallo. Alle Namensvetterin. Ja, kommt nicht oft vor. Hier genau. Stimmt. Carola, da wir uns nicht kennen, von wo aus bist du zugeschaltet? Ich bin aus Wien zugeschaltet. Aus Wien? Aus cool. dem, ich muss jetzt aus dem Fenster schauen, leicht sonnigen Wien, mal zur Abwechslung. Leicht sonniges Wien, ah, guck mal. Wie sieht denn das mit den Weihnachtsmärkten aus in Wien? Können die stattfinden? Nein, es ist jetzt Lockdown seit gestern. Ihr habt Lockdown in Österreich, ne? Ja, genau. Leider. Und wir haben den jetzt bis wahrscheinlich Mitte Dezember und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Also, 13. Dezember, glaube ich, ne? Ist genau. Also es ist auch wieder in Oberösterreich und Salzburg an. Das ist ein bisschen verwirrend bei uns. Genau. Wie ist die Stimmung in Österreich im Moment? Nicht sehr gut. Also es sind es gibt bei uns zwei Lager, die fürs Impfen sind, die gegens Impfen sind, alle sind natürlich durch den Lockdown jetzt noch einmal mehr ernüchtert und es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, die Stimmung bei, also eine gute Laune zu behalten, aber wir werden es schon machen. Das ist eine spannende Geschichte. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier raus, die Regie hat was für mich. Noch mal. Achso, ich dachte gleich nochmal durch. Ja. So, da bin ich. Carola, du hast kein Bild, höre ich gerade von der Regie. Wer kein Bild machen möchte, muss kein Bild machen. Aber ich gebe gleich mal, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, gleich mal die Spielregeln hier durch, weil wir nämlich auch mit aufzeichnen und das mitschneiden. Elina, moin. Hallo. Da sieht man dich ja wieder. Ach, Carola, da ist aber auch ein Bild. So, sehr schön. Elina, aus Hamburg, ne? Genau. Im Homeoffice aktuell oder wo bist du gerade? Ja, tatsächlich. Wir haben gerade etwas über Österreich, den Lockdown da gehört. Wir können ja wirklich nur hoffen, dass uns das hier in Deutschland erspart bleibt. Mhm. Wobei ich mir da auch nicht mehr so ganz sicher bin. Bin mir da auch nicht sicher. Wir haben jetzt gerade unsere Veranstaltung. Wir wollten eigentlich am Donnerstag bowlen gehen, haben wir abgesagt. Okay. Ist jetzt, und dann haben wir beim Bowling da angerufen und die haben gesagt, ja, wir machen zu, haben die gesagt. Ach hey. Also, ist ja nicht zu fassen da, ne? Aber gut, was sollen wir machen? Wir sind ja auch nur relativ weit hinten in der Nahrungskette und wollen die Veranstaltungen machen. Und unsere Mitglieder, ihr wisst ja selber, die Leute sind dann vorsichtig und dann lieber nicht und hin und her und dann macht es ja auch keinen Spaß. Ne? Und wenn wir in der Situation jetzt auch zu feiern, ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Also warten wir mal ab, was sich da noch so Wunderbares entwickelt. Abwarten ist noch so ein gutes Thema. Vivian, guten Tag, moin, hallo. Hallo, moin, moin, Thomas. Sehr schön, von wo aus bist du zugeschaltet? Du, jetzt ist die Hamburgerin gerade mal wieder in Berlin eingeflogen. Ach, guck mal da. Und fliege in den nächsten Tagen auch wieder zurück gen Norden. Genau, mit was befasst du dich, Vivian? Die Minute gebe ich dir. Bitte nochmal. Was du so Schönes machst, so businessmäßig. Ah, ich bin Dozentin und Referentin für das Thema Veränderungskompetenzen für Cybersicherheit. Das heißt,
Ich werde Führungskräften nicht beibringen, aber ich werde Führungskräfte sensibilisieren dafür, was sie für Veränderungskompetenzen mitbringen sollten, damit sie einigermaßen sicher in der virtuellen Welt reisen. Cybersicherheit heißt so Hacking und solche Späße. Ja, ganz genau. Aber hat nichts mit IT zu tun und Software, sondern es geht wirklich um das Einfallstor Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen. Hochspannend. Sehr schön. Super. Guck mal, dann nutzen wir doch die paar Minütchen noch für euch. Elina, was machst du so Schönes? Ich weiß es ja, aber die anderen wissen es nicht. Genau. Ich mache Performance Recruiting. Das bedeutet, ich helfe meinen Kunden dabei, geeignete Mitarbeiter zu finden, indem wir bezahlte Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram schalten und im zweiten Schritt die Bewerber dann vorqualifizieren über eine externe Landingpage, die wir bauen. Das bedeutet, die Bewerber durchlaufen so eine Art Quiz, wo sie so ein paar Fragen beantworten, beispielsweise welche Ausbildung sie haben, wie viele Jahre Berufserfahrung. Dort kommt immer alles rein, was für den jeweiligen Kunden gerade interessant ist. Und im nächsten Schritt führen wir nochmal ein Vorqualifizierungsgespräch mit den Kandidaten, um dann wirklich sicherzustellen, dass das ein geeigneter Kandidat ist für unsere Kunden. Sehr spannend, auch sehr erfolgreich. Ich habe einige Sachen davon dir schon gehört und wir wollen uns ja sowieso auch mal treffen, weil ich gerade heute Morgen wieder in einer Gruppe war mit 25 Unternehmern zusammen und die heulen mir immer die Ohren voll zum Thema Fachkräftemangel und so weiter. Ja. Sind viele, viele Handwerk, aber auch so Dienstleistungsgeschichten. Anscheinend finden die Leute nicht, die die brauchen. Aber das können wir jetzt aber nochmal besprechen. Sehr schön, danke. Machen wir gerne. Gerne, gerne. Daniela, hörst du mich? Daniela hört mich nicht. Ja, hörst du mich? Daniela, du hörst mich. Von wo aus bist du zugeschaltet, Daniela? Aus Daniela? München. Aus München bist du zugeschaltet. Ah, hallo? Hallo, moin. Ja. Genau. Wie bist du auf uns gekommen, auf diese Veranstaltung heute? Keine Ahnung. Ich glaube durch Twitter. Gut, auch schön, genau. Bettina, moin. Bettina, was Bettina macht, weiß ich. Bettina macht unglaublich tolle Betonskulpturen. Hallo, guten Morgen. Moin, hallo. Leider kein Bild von dir. Hättest du mal einen von deinen Männchen ins Bild halten können? Ah, warte mal. Mal eben das Video anmachen. Ah, da ist er. Super. Oh, guckt euch mal an, was Bettina macht. Wahnsinn. Aus Beton. Ja. Und die ist ganz, ganz toll. Also die 2 Minuten, guck mal, jetzt haben wir noch 4 Minuten, könnt ihr jetzt hier den Werbeblock noch etwas ausweiten. Wie bitte? Du bist auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Jetzt bist du im Poppenbüttel, glaube ich, ne? Ich war jetzt am vergangenen Wochenende im Torhaus Wellingsbüttel. Ich plane jetzt ab Freitag am Kiekeberg in Rosengarten bei Harburg zu sein. Das ist ja ein großer Kunsthandwerkermarkt, der wird allerdings auch wie alle anderen Veranstaltungen unter 2G stattfinden. Ja. Dann bin ich nochmal im Saselhaus, das ist oben im Nordosten von Hamburg, also in Hamburg-Sasel. Genau, also mit eigentlich, da machst du das voll professionell, ne? Ja, genau. Ich bin, und vertreibst die auch. Ja, genau. Ich bin seit Ende Oktober jedes Wochenende auf einer Ausstellung. Jetzt ist halt Hochsaison, ne? Also die Weihnachtszeit. Ja. Da haben selbst die Hamburger den Stacheldraht vom Portemonnaie genommen und sind bereit, ein bisschen Geld auszugeben. Okay. Super. Aber sag mal, die Skulpturen oder Figuren, machst du die über 3D-Druck oder? Nein. Nee, das ist Handarbeit. Also ich arbeite mit Beton. Also ich mache nicht nur die Figuren, sondern auch Wandobjekte. Und ich arbeite ausschließlich mit Beton und modelliere so wie andere mit Ton arbeiten, eben mit Beton. Ja. Und weshalb der Werkstoff? Eigentlich nur deshalb, weil ich da völlig unabhängig bin und keinen Brennofen brauche. Ich kann also in jeder beliebigen Größe arbeiten. Also in meinem Garten zum Beispiel stehen 1,70 Meter große Figuren aus Beton. Und das geht halt dann mit Beton einfach viel besser und der ist auch außen geeignet. Okay, gut. Zwei Minütchen habe ich noch. Martin, moin. Martin, hörst du mich? Der hört mich aktuell nicht. Wen habe ich noch nicht? Wer will noch mal was sagen? Anne, hallo, moin. Hallo.
Hallo, ich bin Anne und ich bin die Praktikantin von Frau Sieling. Und macht Spaß? Ja, macht Spaß. Also okay. Ich darf zum Beispiel Klausurlösungen erstellen und mal ein bisschen reinschnuppern. Anne, wo sind die? In Hamburg oder in Paderborn? Wo sind die? Ich studiere in Hannover. Ich studiere in Hannover und sind jetzt im Moment zugeschaltet aus Hamburg oder aus Paderborn? Von wo? Nee, also ich bin zugeschaltet aus Hannover. Aus Hannover. Ach, also ich habe studiert. Ja, genau. So, wer kommt da? Dankeschön, toll, dass ihr da seid. Aber wir fangen jetzt einfach mal so an. So, was haben wir für eine Uhrzeit? Ich glaube, wir haben jetzt gleich 12 Uhr, zumindest, steht jetzt eine Minütchen. Ich erzähle euch mal die Spielregeln, ganz kurz. Also, wir haben hier solche Formate, Endpoint Talk, digital, machen wir ja sehr häufig, oder zumindest öfter, so gesehen. Und bevor es losgeht, also jetzt ganz kurz. Ihr seid bitte so lieb, schaltet außer Carola, Carola Dieling, meine Gesprächspartnerin heute, außer Carola, schaltet ihr bitte alle eure Mikrofone auf stumm. Ihr habt die Möglichkeit, ich lese es ein bisschen ab, dass ich nichts vergesse, im Chat Fragen zu stellen. Das heißt, wer etwas wissen möchte, das ist ja doch ein umfangreiches Thema, wer was wissen möchte oder irgendeinen Kommentar dazu hat, ist bitte so lieb und schreibt es in den Chat hinein. Wir zeichnen diese Veranstaltung auf, die Aufzeichnung läuft schon. Wer das nicht haben möchte, schaltet sich bitte ab oder lässt seine Kamera auf dunkel oder was weiß ich was, wie er das eben machen möchte. Ansonsten seid ihr eben damit einverstanden, dass wir diese Veranstaltung für werbliche Zwecke mitschneiden. Was haben wir sonst noch? Ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen, unsere Spielregeln hier. Es werden sich im Laufe der Runde noch mehr Leute, dann kann ich das gar nicht mehr auf meinem Bildschirm hier, habe ich immer so 20er Blocks drin. Wenn dann noch mehr Leute dazukommen, dann kann ich gar nicht mehr jeden Einzelnen so sehen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Wie gesagt, ihr könnt hier Fragen stellen. Und wer etwas dann persönlich mal sagen möchte, ich klicke da immer mal ein bisschen so durch, wenn mal jemand die Hand hebt, kann er das gerne machen, wenn es dann passt und Carola damit einverstanden ist, könnt ihr das natürlich dann auch so persönlich mal vortragen. Gut, okay, jetzt muss ich eine kleine Sekunde Pause machen für den Schnitt, der gleich kommen wird. Und jetzt beginnen wir. Ganz, ganz herzlich willkommen. Heute haben wir, das ist mein anderer Zettel hier, Endpoint Talk digital heute am Dienstag, 23.11. Unser Talkgast heute zum spannenden Thema Recht und Urheberrecht im Umgang mit Social Media und Internet ist die Fachanwältin für IT-Recht, Carola Sieling. Carola, ganz, ganz herzlich willkommen. Nochmal die Frage an dich. Du bist zugeschaltet aus Hamburg oder Paderborn. Von wo aus bist du zugeschaltet? Aus Hamburg. Aus Hamburg, das ist ja cool. So, aber ich will noch ein, zwei Sätzchen zu dir sagen. Warum komme ich immer mit Paderborn? Du bist, du warst Lehrbeauftragter an der FH in Flensburg. Du betreibst zwei Anwaltskanzleien, einmal an den Standort Hamburg und einmal am Standort Paderborn und warst dann auch noch von 2011 bis 2017 Lehrbeauftragter an der Uni in Paderborn, bist Fachanwältin für Informationstechnologierecht, habe ich mir hier rausgeschrieben und aktuell auch noch Dozentin an der Nordakademie. Ist das richtig so? Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist ein kleiner Abschlag von dem, was ich so mache, genau. Also ich bin schon, vielen Dank, Thomas. Ich habe heute keine Präsentation mitgebracht, weil ich kenne dich ja und auch die Runde. Zumindest ein paar bekannte Gesichter freue ich mich auch wiederzusehen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du willst noch was sagen? Ja, ich hab das vorbereitet, das Gespräch heute. Entschuldige, dann und, los. Und zwar geht es um Folgendes. Steigen wir gleich an. Wir gehen mit Endpoint, wir machen ja viele Events, wir gehen mit Endpoint am 2. Dezember, haben wir vor, um 19 Uhr auf den Dom zu gehen. Zur Ankündigung dieser Veranstaltung hat die Mitarbeiterin aus dem Netz ein Foto heruntergeladen mit so einem schönen Riesenrad, wie das bei dem Dom eben so aussieht. Ist das schon ein böses Foul? Hätten wir den Fotografen recherchieren müssen? Oder ist sowas noch tolerierbar? Keine Ahnung. Was sagst du dazu? Ja, Thomas, erstmal herzlichen Dank, auch vor allen Dingen für den spannenden Fall, der ja total praxisrelevant ist. Ne? Also irgendwie nimmt man ein Foto aus dem Internet und das postet man dann bei einer Einladung im Internet oder wie auch immer. Und ich kann schon mal vorab sagen, alles, was sich so an Bildern und Texten
irgendwie veröffentlicht sind, da muss man in der Regel fragen, ob man diese auch nutzen darf. Das ist alles urheberrechtlich geschützt, also selbst banale Produktfotos. Ne? Also hier, ach so, das stelle ich auch mal bei eBay rein, habe ich ja vorne gesehen, hat schon einer fotografiert, nehme ich das Foto ist ja das gleiche Produkt oder so. Ne? Ich will meine Mikrowelle verkaufen oder so. Das ist alles schon Urheberrechtsverletzung. Also man ist da schon ganz nah dran. Ne? Okay. Ich habe so ein paar Sachen mitgebracht heute, weil ich gedacht habe, wir wollen so einen kleinen Rundumschlag machen. Ne? Wir haben ja, das Thema ist ja ganz groß, Recht und Urheberrecht im Internet und Social Media. Also da können wir auch eine Tagesveranstaltung raus machen. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen einen Talk machen daraus. Ne? Ja. Und stellt auch gerne eure Fragen. Ich freue mich sehr darüber, wenn auch ein bisschen Interaktion ist. Wir haben ja jetzt ein Stündchen zusammen Zeit, uns mit diesem spannenden Thema auseinanderzusetzen. Meine Praktikantin, die weiß ja auch schon, wie spannend das Thema ist und hat das alles auch sehr vorbildlich hier gerade beantwortet, wie gut es ihr bei mir gefällt. Ne? Wir müssen ja viele Sachen beachten. Also wenn ich mich im Internet bewege, ist das ja nicht nur das Urhebergesetz, wenn ich zum Beispiel Texte übernehme oder wenn ich Bilder übernehme oder Videos einbinde bei mir. Also ich muss überall schauen, darf ich das eigentlich überhaupt? Habe ich dafür Nutzungsrechte? Habe ich dafür ausreichende Nutzungsrechte? Also wir hatten mal so einen Fall, da kann ich das mal schön erklären, weil das ging um eine Pressemitteilung, die offiziell von einer Stelle rausgegeben wurde. Und jemand, der in diesem Verband halt war, hat diese Pressemitteilung einfach für sich genutzt und Bilder, Texte übernommen und dann für sich als Pressemitteilung weitergegeben. Das ist auch normalerweise so korrekt abgesprochen und richtig. Tatsächlich ist es aber so, dass der Fotograf nicht einverstanden war, schon mit sozusagen der ersten Presseveröffentlichung. Und das ist natürlich fatal. Also du hast dann so ein Bruch in der Kette. Du hast zwar legalerweise von jemandem Texte und Fotos, vielleicht hast du mit dem auch einen Vertrag, so, aber der hat seine Lizenzen nach hinten nicht richtig sauber. Und dann hast du das Problem auch am Ende der Kette, dass du unter Umständen das nicht nutzen darfst. Und dann muss man halt schauen, wie reagiere ich dann darauf? Also wenn so ein Fotograf da tätig ist, der kann an jeden Endnutzer sozusagen herantreten und sagen, du darfst mein Foto nicht nutzen, das kostet jetzt Schadenersatz, weil ich habe ja keine Lizenzgebühren bekommen. Du hast meinen Namen noch nicht mal genannt, vielleicht kanntest du den auch gar nicht. Ne? Urheberbenennungsrecht ist so ein großer Punkt, der immer viel fehlt. Deswegen also für alles Material, was so geistiges Eigentum sein kann. Und das ist in der Regel, wenn du dich im Internet bewegst, also Videomaterial, Bildmaterial, Texte, soweit du das sozusagen benutzt, musst du dir immer Gedanken machen, wer hat das eigentlich ursprünglich mal gemacht und habe ich ausreichend Rechte und darf ich das? Und vor allen Dingen, wenn ich das von jemand anders ankaufe, kann ich den eigentlich dann anschließend in Regress nehmen? Ist das irgendwie eine Quelle, die irgendwie zulässig scheint? So, aber es ist ja so wahnsinnig günstig. Das heißt also, das riecht schon bis zum Himmel und ich nehme das Material und dann ist die Firma auch schon pleite, von der ich das alles gekauft habe und dann kann ich auch noch nicht mal jemanden in Regress nehmen. Ne? Also dieses typische, ich lasse mir von einem Kumpel eine Webseite zusammenbasteln, der nimmt irgendwie was aus dem Internet, schöne Bilder, sieht ganz toll aus. Aber den Kumpel würde ich ja vielleicht nie in Anspruch nehmen, weil er irgendwie Fotos von irgendwie einer Webseite geklaut hat, sage ich mal. Ne? Nehmen wir mal ganz kurz unser Beispiel da mit dem Dom. Wenn du eingibst bei Google Hamburger Dom, da kommen ja Tausende von Bilder und häufig auch ohne Urheber. Also da steht gar nicht drauf, wer das gemacht hat. Darf ich da einfach so zugreifen oder welcher Aufwand ist notwendig oder auch mir zumutbar, um hier um den Fotografen zu recherchieren? Du, das ist einfach ganz einfach. Wenn du den nicht recherchieren kannst, keine Rechte daran hast, dann weißt du ja offensichtlich nicht, ob du das benutzen darfst oder nicht. Und im Zweifel kannst du dann in Anspruch genommen werden. Ob das dann faktisch passiert, weil der das sieht, das ist ja was anderes, ne? So, ne, also wenn jetzt irgendwo was gepostet wird, aber theoretisch ist es so, gerade in den sozialen Medien werden ja vorhandene Bilder, die andere gemacht haben, gepostet, repostet, wieder in andere Medien übertragen, vielleicht auf Postkarten gedruckt und was weiß ich nicht alles. Und am Ende kann derjenige,
der muss das natürlich nachweisen dann am Ende des Tages. Das ist dann auch schon schwierig. Der kann dann an dich herantreten und sagen, guck mal, das war eigentlich meins. Und wenn ich das nachweisen kann, dann kann er sagen, das hättest du gar nicht nehmen können. Also du bist also, wenn du den nicht rausbekommst, ist das das Risiko, was du eingehst, dass du da verklagt wirst. Es gibt aber auch natürlich Bildmaterial oder auch anderes Material, was unter sogenannten Copyleft-Lizenzen verbreitet wird. Das sind sozusagen, also vielleicht kennt ihr das auch, diese Creative Commons Licenses. Das heißt, wenn ich so Werke habe, dass also selbst Software kann darunter lizenziert werden, dann kann ich, dann sagt der Urheber mir zum Beispiel in irgendeiner Plattform, guck mal, ich möchte gerne, dass das Foto verwendet wird. Das darfst du sogar kommerziell verwenden, aber ich möchte, dass du meinen Namen nennst. Ja, okay. So, und das sind diese CC-Lizenzen und da steht das dann drin. Das heißt also, am Ende weißt du trotzdem nicht als User, ist das jetzt dein Foto oder nicht, ne? Pass mal, deswegen gehe ich zum Beispiel dahin, wenn ich sage, für so eine Unternehmenswebseite, da bestelle ich mir ehrlich gesagt lieber einen Fotografen. Da weiß ich, von dem habe ich die Fotos bekommen, der hat mir die geschossen, ich habe von dem alle Rechte, ich darf das überall abdrucken, ich kann das im Internet verwenden, vielleicht darf ich es auch verändern. So, als dass ich jetzt irgendwie Bildmaterial von anderen Seiten runternehme. Okay. Es ist ja auch noch so eine Geschichte, wir sind ja ein Unternehmernetzwerk, die meisten unserer Mitglieder sind Solo-Selbstständige oder auch Kleinunternehmer und da sind ja viele Leute dabei, die Website tatsächlich selbst bauen oder so im Bekanntenkreis irgendwo machen lassen. Was würdest du denen empfehlen, was so jetzt Bildmaterial angeht? Würdest du sagen, lass lieber die Finger weg von diesen Dingen, so höre ich das ja jetzt so ein bisschen heraus und geh zu den kommerziellen Plattformen, wo die Dateien da angeboten werden, wäre das der richtige Weg? Genau, also diese Stockdienste, Fotostockdienste, da kriegt man ja wirklich für einen Appel und ein Ei Bilder hinterhergeworfen. Da gibt es auch unterschiedliche Lizenzmodelle. Man erwirbt Lizenzen direkt vom Urheber oder die von der Plattform, je nachdem, wie das da auf. Also jede Plattform ist da so ein bisschen anders in den Nutzungsbedingungen. Dann kann man davon ausgehen, dass das dann auch so passt. So und also wie gesagt, hundertprozentig, aber was ist schon hundertprozentig, ne? Aber da hat man auf jeden Fall, wenn du dann hast von, ich sag mal, Pixelio oder was weiß ich, was es da so alles gibt, ne? Wenn ihr da einen Account habt, dann ist es eben wichtig, dass ihr aber auch die dortigen Nutzungsbedingungen kennt, weil auch die geben euch ja vor, wie ihr die Fotos verwenden dürft auf eurer Webseite. Also zum Beispiel, dass man im Impressum sagt, dass die jetzt von dieser Plattform stammen oder dass man den Urheber nennen soll und so weiter. Und ob man die, da gibt es ja auch extra sogar zugelassen für Social Media, da bezahlt man das sozusagen dann schon mit, dass die dann immer wieder mehrfach gepostet werden und so weiter. Auch diese Plattform kann ich schon mal empfehlen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man sich das irgendwie zurechtsucht und hofft, dass einen keiner findet, ne? Gehen wir mal weg von der Webseite und gehen mal auf die Social Media Plattformen, Facebook, Insta und Konsorten. Wie verhält sich das dort eigentlich, wenn Leute markiert werden? Das heißt, man wird irgendwo auf einer Veranstaltung fotografiert und dann geht das irgendwo durch und die, nehmen wir mal ganz konkret, also bei mir, ich werde ja auch öfters in Postings erwähnt, weil ich auch viel auf Veranstaltungen bin, mich fragt aber überhaupt niemand, ist das in Ordnung, wenn wir dich hier markieren in der Geschichte? Ich bin natürlich immer froh, klar, das ist ja auch ein bisschen Werbesache dabei, aber es könnte ja auch sein, dass ich markiert werde mit Texten, die mir nicht gefallen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge so ein bisschen, die man jetzt trennen muss, ne? Also einerseits, ich sag mal, das Markieren an sich, also ich habe zum Beispiel irgendwo einen Post abgesetzt und sage, das sind die Teilnehmer und nenne dich dann dabei. So, ja. Keine Urheberrechtsverletzung und das ist auch sonst kein Problem, was mit Meinung oder so hat. Ist das aber, wirst du mit etwas in Verbindung gebracht oder fälschlicherweise gibt es natürlich auch wieder so Unterlassungsansprüche, ne? Wenn du mit irgendwie Produkten oder dein Name wird ausgebeutet, um ein anderes Produkt zu bewerben, so mit dem du aber gar nichts zu tun hast, ne? Das kann, da kann man sich natürlich schon gegen wehren, ne? Ich habe übrigens, weil gerade jemand auch sagte, er hat dann über Twitter den Hinweis bekommen. Ich habe heute vor 2 Stunden einen kleinen Tweet abgesetzt und zu dem Meetup
hier eingeladen. Ja. Und habe dann euch aber nicht gefunden, sonst hätte ich nämlich bei Twitter M-Point auch noch mit, mit reingebracht. Aber ihr seid da mehr bei Instagram ja auch. Und da bin ich sozusagen eher privat unterwegs als geschäftlich. Und ihr seht aber, wenn ihr da mal, ich habe in dem Chat gerade mal meinen Twitter-Account gepostet. Ich habe da noch ein paar mehr Sachen. Also erstmal die Bilder, die ich hier habe. Das ist übrigens, guck mal, ihr habt ja dieses von Meetup heute, da habt ihr ja auch ein Bild hinterlegt, ne? Ja. So, das müsst ihr ja jetzt irgendwo idealerweise lizenziert haben, ne? Und ich habe das jetzt hier eingebunden. Das ist keine Urheberrechtsverletzung, selbst wenn dieser Post sozusagen hier oder das Bild unter meinem Twitter-Account erscheint, weil das ein sogenannter Deep Link ist. Also immer, wenn ich etwas einbette, also ein Video woanders, und das ist da schon mal legalerweise veröffentlicht worden, dann kann ich auch so einen Deep Link, so nennt sich das, oder so eine Einbettung hier auch vornehmen. Nämlich, ist die Veranstaltung weg, ist das Bild auch weg. So wie wenn ich so ein Video einbinde, ne? Und jetzt habe ich aber da oben noch ein paar mehr Sachen, die vielleicht auch noch sehr interessant sind. Nämlich, wenn wir vom, wir können noch mal auf das Urheberrecht zurückkommen, aber wir brauchen ja noch viel mehr, als dass wir uns nur Gedanken machen über die Inhalte, die wir so posten. Ne? Das heißt also, normalerweise muss man, also wissen natürlich nicht alle so richtig, aber wie man richtig zitiert, ja, also um Texte zu kopieren, muss man ja eigentlich so Zitatregeln beachten. Ne? Das kennen noch alle. Es gibt auch bei Bildern im Übrigen ein Bildzitat. Ja, dann kann ich ein Bild abbilden. Ich brauche dafür auch keine Lizenzrechte und muss mich damit aber irgendwie auseinandersetzen, weil das Urheberrecht das so vorschlägt. Ne? Und ich habe aber oben, wenn ihr das mal, wenn ihr da mal hochscrollt, seht ihr. Warte mal, wir sehen ja deinen Bildschirm nicht. Nee, ich habe den, ich habe das, habt ihr das gepostet? Ich kann das auch einmal teilen. Dazu muss ich natürlich erstmal ein schönes, sauberes Fenster öffnen. Muss ich dich hier freigeben oder kommst du selber da rein? Ich gucke mal, sonst melde ich mich. Genau. Sonst müsste jemand von der Regie einmal kurz zu mir rüberkommen, um dich hier... Ich gucke mal hier, Bildschirm freigeben, ob das funktioniert. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert, steht hier. Der Host hat ihn deaktiviert. Du warst das, ja, du hast das deaktiviert. Ich selber, ich mache sowas nie. Wenn, dann machen das die anderen. Aber Carola hat das doch gerade hier im Chat gepostet. Wenn jeder von uns da einmal auf diesen Link geht, können wir sehen, worauf sie sich gerade bezieht. Also genau. Ich jetzt, aber glaube ich, meine Regie hatte ich, glaube ich, das auch freigegeben. Warte, ich gucke mal, ob das jetzt funktioniert. Das sieht gut aus. Okay. So. Ah ja. Guck mal, hier habt ihr mein schönes, sauberes, ein schönes, sauberes Fenster. Und hier seht ihr meinen Twitter-Account. Mhm. So seht ihr den tatsächlich, wenn ihr nicht eingeloggt seid. Ne? Mhm. Und das sind meine Tweets. Da habe ich mir natürlich immer Gedanken gemacht, was ist mit den Texten und Bildern. Manchmal aber auch ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mal was getwittert, wo ich wusste, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ich habe das einfach riskiert. Es war mal vor ein paar Jahren bei der Kunsthalle hier so eine große Spinne aufgestellt. Das war so fantastisch. Angelika hat die wahrscheinlich auch gesehen. Ne? Also davon gibt es ja nur so ein paar auf der Welt. Ne? Und die werden immer mal wieder woanders hingekarrt. Und ich habe mich echt gefreut, dass dieses Monstrum bei uns nach Hamburg gekommen ist. Und das war so beeindruckend. Also ich stand auf dieser Plattform. Es war irgendwie total blauer Himmel. Dann diese furchterregende, übergroße Spinnenskulptur, also unter die man ja hergehen kann. Den Künstlernamen habe ich leider vergessen. Und das habe ich abfotografiert und gepostet, weil es einfach so gut war. Und habe Werbung so ein bisschen für die Kunsthalle gemacht und für Kunst überhaupt, sage ich mal so. Ja. Und das ist aber natürlich so. Mein Twitter-Account, wie ihr seht, ist ja auch beruflich genutzt, geschäftlich genutzt. Das heißt also, ich muss schon mal echt aufpassen hier, was ich da so unternehme. Und obwohl auch eine private
Urheberrechtsverletzung ist genauso eine Urheberrechtsverletzung, ne? Nur es ist halt relevanter und fällt halt häufiger auf, sage ich mal, am Ende. Und aber wenn ich Kunstwerke fotografiere, dann steht ja das Recht an dem Kunstwerk und das erstmal irgendwie zu verbreiten, dem Künstler zu. Ne? Angelika, da wirst du mir zustimmen. Und wir haben ja noch eine andere Dame hier, die Skulpturen macht. Die möchte natürlich nicht, dass andere davon profitieren, dass sie die Skulpturen ausstellt und davon vielleicht Fotos macht und dann noch Postkarten davon druckt und damit Geld verdient, ohne dass sie daran teilhabt. Und das ist eben nicht erlaubt. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Wo überschreitet man so eine Grenze? Also ich hätte das jetzt zum Beispiel nicht auf eine Postkarte gedruckt und verkauft, ja, weil damit hätte ich ja selber noch Geld verdient. Ich habe gehofft, dass der Künstler sich darüber freut, wenn ich sein Kunstwerk verbreite. Kann man aber auch nicht immer. Ne? Also im Zweifel muss man fragen. So, aber ist vielleicht schon mal jedem so ein bisschen, ich sag mal so, nach einem gesunden Menschenverstand, kann man dem ganz gut aus dem Weg gehen. Es ist auch so, wer sozusagen, es kann auch ein Schnappschuss sein, ne, der geschossen wird auf einer Veranstaltung. Ich darf das nicht einfach verwenden und ich darf auch nicht einfach was posten. Und dann habe ich ja auch noch mehrere Sachen, nicht nur Urheberrecht, sondern das Recht am eigenen Bild. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wenn ich fotografiert werde, individualisiert werde, und zum Beispiel das Foto, ich nehme das nochmal auf, Thomas, den Dom habt ihr fotografiert und dann hat der Fotograf, also erstmal hast du das Foto gar nicht lizenziert, ne? Du weißt vielleicht auch gar nicht, wer der Urheber ist, ne? So, und dann ist der Fotograf auch noch da, dass der so eine Familie, die so am Eingang vom Dom steht, sie individualisiert, die freuen sich, ne? Die kann man vielleicht auch sogar erkennen und die ist mitfotografiert worden. Und dann wird das wieder von euch für eine Veranstaltung benutzt. Also da ist das Recht am eigenen Bild auch noch. Da hätte man um Einwilligung, also der Fotograf muss um Einwilligung fragen und wenn ihr das natürlich weiter nutzen wollt, auch. Ne? Das ist ja so ein Thema. Ich habe das auch gedacht, wenn jetzt da noch so ein Fischständchen oder was weiß ich was mit dabei wäre, dann müsste man ja, da spielen ja dann noch mehr Leute eine Rolle mit bei, die man dann da fragen musste, ne? Ja, ja, also genau, es wird auch gerade gefragt, interessant, was ist mit Panoramafreiheit? Haben wir noch, ne? Also wir dürfen jetzt durch die Straßen gehen und ein Panorama auch fotografieren, aber Panoramafreiheit hört auf, wo die Persönlichkeit anfängt eines Menschen, ne? Wenn ich also individualisiert Menschen im Vordergrund fotografiere, dann kann ich mich nicht auf Panoramafreiheit. Das bedeutet eher, dass ich so die Straßenzüge, dass ich den Alltag da fotografieren kann. Am besten drehen sich die Leute aber alle weg von mir, dass ich die nicht erkennen kann. Und dann kann ich sagen, Panoramafreiheit. Ich kann hier alles, was draußen sichtbar ist, fotografieren. Was ich wieder nicht fotografieren darf, ich darf nicht durch die Straßen gehen und in Fenster rein fotografieren. Ne? Das ist die Privatsphäre eines Dritten. Auch wenn ich da vorhergehe und das theoretisch ja sehen würde. Ich habe noch eine andere Frage da bekommen. Darf ich Carola, könntest du einmal deinen Twitter-Account schließen? Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes dazu sagen. Genau, aber wir machen das auf dem Bildschirm hier. Ja, das ist so ein bisschen, ich gucke gleich noch mal rein, wenn wir es brauchen. Alles klar, so ist besser. Gut. Buchcover, darf ich das fotografieren? War noch eine von Melanie Sommer. Hm, genau, da ist es so, das ist ja sozusagen dein eigenes Foto auch, ne? Das kannst du auch machen und darfst das auch fotografieren. Du setzt dich ja auch damit auseinander. Also man darf andere Werke schon fotografieren, sich damit auseinandersetzen. Das ist okay. Veranstaltungen wie Fußballspiele. Richtig, also es gibt sowas wie, Vivian fragte nochmal, was ist denn, gibt es da natürlich Sonderveranstaltungen. Ich darf zum Beispiel auf Demos, geben die Leute alle ihr Persönlichkeitsrecht ab. Ne? Da darf ich fotografieren ohne weiteres. Ich darf auch Personen von öffentlicher Bekanntheit fotografieren. Also da ist eher Schluss bei der Privatsphäre. Ne? Also umso weiter ich in den privaten Bereich reinkomme, aber ich darf natürlich, also die haben ja jetzt durch ihre Bekanntheit eh schon ihre Persönlichkeitsrechte abgegeben, da können die mich nicht in Anspruch nehmen, muss ich auch nicht fragen. Ne? Lass uns mal ganz kurz jetzt mit dem Buchcover, das scheint ja ein bisschen relevanter zu sein. Ist es für dich okay, wenn Vivian einmal ganz kurz... Ja, unbedingt, erzähl mal. Vivian, du darfst dich hier mal zuschalten. Ja, sehr gern. Also mit dem Buchcover hat es sich so verhalten, ich habe viele Jahre auch als Printdesignerin gearbeitet, Magazine, Bücher, Printprodukte insgesamt und habe sehr viele Cover gestaltet. Eins von diesen Covern habe ich auf meiner Internetseite als Referenz sozusagen veröffentlicht
Und es kam dann nach Jahren allerdings ein anwaltliches Schreiben mit einer saftigen Strafandrohung. Ich hätte ein Buchcover veröffentlicht auf meiner Internetseite mit Fotos von einem Fotografen, den ich nicht gefragt habe. Okay. Da das Ganze schon Jahre zurücklag, war der Fall mit der Fragerei ein bisschen strittig. Und da war es so, hätte ich dieses Buchcover veröffentlicht, ohne dass ich dieses Buchcover tatsächlich selbst gestaltet habe, weil wo das Layout mein urheberrechtliches Werk ist, hätte ich diese Strafe zahlen müssen. Meine Anwälte haben aber das Ganze dann abgewendet, eben vor dem Hintergrund des Wissens. Es ist kein Buchcover, mit dem ich Geld verdiene, sondern es ist ein Zeugnis meiner Arbeit und das Layout, da liegt das Urheberrecht bei mir. Okay. Das ist ein sehr spezieller Fall, aber es ist genau, also weil ich, wenn ich eine Rezension schreibe, mache das ja auch, ne? Ich bekomme hier Bücher und dann fotografiere ich die auf meinem Schreibtisch ab und dann schreibe ich dazu was und dann ist das nette Foto. Das habe ich aber auch selber gemacht, ne? Das ist nochmal ein Unterschied dazu. Also tatsächlich, man muss immer das Werk betrachten, aber auch derjenige, der das Werk erstellt, ist vielleicht ein eigener Urheber wieder. Ne? Also okay. Es gibt unterschiedliche Positionen. Vielen Dank dafür. Bettina hat auch was Spannendes. Bettina, erzähl mal selber, du bist ja viel auf Ausstellungen, du wirst fotografiert und deine Werke werden fotografiert. Was ist da das Thema? Ja, also ich werde weniger fotografiert, denn ich bin nicht so relevant, aber die Leute sind tatsächlich sehr angezogen von dem, was ich mache, also insbesondere von meinen Figuren, aber eben auch von Wandobjekten. Und ich habe gerade kürzlich eine Diskussion dann mit einem Besucher gehabt, der dann sich da hinstellte und fotografierte. Ich sprach den freundlich an und bat ihn darum, das bitte zu unterlassen. Ich habe da mein Urheberrecht drauf. Und der ist völlig aus der Jacke gesprungen und hat mich da angemacht. Und ich bin der Ansicht, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Aber es gibt auch tatsächlich Veranstalter, die dann sagen, ja, also Aussteller, Besucher haben das Recht zu fotografieren. Also es kommt drauf an. Also ich habe ja erstmal das Hausrecht. Ja. Ne? Und ich kann also in einem Museum sagen, hier wird nicht fotografiert. Da muss das derjenige akzeptieren. Es ist auch so, es gibt diese Privatausnahme auch noch im Urheberrecht. Ne? Also ich kann natürlich durchaus auch Vervielfältigungen im privaten Bereich, also manches betrifft gar nicht die Fotografie, also das Erstellen sozusagen des Abbildes, sondern die Frage ist zum Beispiel, habe ich das verbreitet? Ja, für sich persönlich ist das nochmal was anderes, als wenn ich daraus sozusagen Geld schlage oder das nochmal verbreite. Das ist noch da wird manchmal unterschieden, ne? Was ist da noch zulässig oder was nicht. Aber generell ist das auch so, das muss man auch akzeptieren und das muss man vorher, glaube ich, auch abklären, ob man das möchte, dass fotografiert wird. Dann steht auch, das kennt ihr wahrscheinlich auch bei diesen Museen häufig, dass eben nicht fotografiert werden darf, genau aus diesem Grund, weil man ja schon weiß, damit wird eben Urheberrechtsverletzungen anschließend begangen. Das möchte man nicht, sondern die Leute sollen ja auch in die Ausstellung kommen und sich das dort angucken. Hier ist es ja Ideenklau, ne? Ja, genau, darum geht es mir. Es geht mir um Ideenklau, das ist das eine. Und es ist in dem Fall nicht so, dass ich in Museen ausstelle, wo grundsätzlich das Fotografieren verboten wird, sondern es sind Hotels, es sind, was war die letzte Veranstaltung, Torhaus Wellingsbüttel, also historische Gebäude, die dann für 2 Tage für eine Ausstellung oder einen Markt zur Verfügung gestellt werden. Und da bin nicht nur ich dann als Ausstellerin, sondern neben mir noch 20 oder bis zu 100 weitere Aussteller. Ja, genau. Und dir geht es darum, da kommt einer her und fotografiert deine Büschen da ab und du könntest ja zu Hause nachbasteln oder wie auch immer. Ne? Ja, genau. Ja. Ich habe das auch schon mal gehabt, dass jemand also das wirklich 1:1 kopiert hat. Das Schlimme ist, was ja geschützt ist nach dem Urheberrecht, was ich da jetzt noch zugeben kann, ist ja nur das Werk an sich, nicht die Idee zum Werk. Und das ist immer das Problem, wo viele zu mir kommen und sagen, ich habe da eine Idee, ich will das und das machen, wie kann ich das schützen? So, das ist echt ein Problem häufig. Ne? Da muss man irgendwie gucken, dass man was mit Marken macht. Eventuell ist es sogar eine technische Erfindung, man kann was mit Gebrauchsmuster, Patenten machen oder so. Ne? Aber bei Ideen ist das schwierig, kann ich in der Regel nicht schützen. Muss ich gucken, dass ich der Erste, Beste bin, der kann sich, Bettina hat vielleicht das was entwickelt oder hat Sachen gemacht, die ein Unikum darstellen. So, und das darf aber jemand, der darf sich natürlich von dir inspirieren lassen und darf eben auch solche Arbeiten machen. So, die Frage ist natürlich, ist das jetzt
der Nachbau, also sozusagen die Identität, ne? Da habe ich ja mal ein Problem mit. Aber ansonsten kann er sich die Idee, wie du mit diesem Material arbeitest und was du da machst und wie das dann aussieht, das kannst du dir nicht schützen lassen. Und das ist immer das Problem, was viele haben, ne? Es gab zum Beispiel eine ganz wegweisende Entscheidung mal, was Fernsehen angeht. Da wird das auch noch mal klar. Es sind ja auch schon ein paar Leute ein bisschen älter auch als ich und auch mindestens so alt wie ich. Wir kennen Kinderquatsch mit Michael, oder? Also vielleicht nicht. Genau. Eins, zwei oder drei. Ja, eins, zwei oder drei gibt es auch, genau, Kinderquatsch. Das war diese Kinder, also der Michael Schanze, der die Kinder vorgeführt hat. Und da gab es so ein ganz wegweisendes Urteil vom BGH, nämlich diese Idee zu dieser Sendung, ein Format im Fernsehen, dass ein Moderator Kinder singen lässt und auf die Bühne und die interviewt und so. Das hat einfach ein deutscher Sender übernommen. Das ist zuerst in Frankreich entwickelt worden. So, und dann hat der französische Sender gesagt, kann ja wohl nicht sein, dass ihr unser Fernsehformat hier 1:1 kopiert. Ne? Nur ein anderer Moderator dahin. Ansonsten sieht alles gleich aus. Aber das ist nicht geschützt, hat der BGH gesagt. Das ist eine Idee, ein Fernsehformat. Das ist nicht schützenswert. So, was natürlich damit ist, wenn du jetzt dann ein anderes Format rausbringst, das nennt sich jetzt, ich sperre Leute in einen Container, filme die 24 Stunden und nenne das Ganze Big Brother. Dann kann ich dieses Filmformat kopieren, darf es aber nicht Big Brother nennen, weil das ist markenrechtlich geschützt. Also man versucht dann diese Kombination hinzubekommen, damit man irgendwie einen Schutz hat, weil wenn es nicht Big Brother heißt, will das ja auch keiner gucken, sage ich mal. Ne? So, könnte Bettina ihre... Bettina, wie heißen deine Figürchen nochmal? Ja, genau, das wollte ich vielleicht nochmal dazu erzählen. Also ich habe meine Figuren auch mit einem Namen belegt, also wobei der eine... Also beide Namen sind irgendwo geläufig. Also die männlichen Figuren heißen Kumpels. Genau. Mhm. Ja. Natürlich gibt es das Wort Kumpel in anderen Zusammenhängen. Und die Ladies habe ich Tutschen genannt, also altbacken, tutschig. Und und meine Figuren haben jetzt halt so doch schon einen Wiedererkennungswert. Und ich habe eben auch begonnen, vor anderthalb Jahren die zu zeichnen, verkaufe also auch meine Zeichnungen, dann eben wieder in diesem Kontext. Und die Frage ist eben, ob ich das, also diese Kombination, also das Werk und die Bezeichnung in irgendeiner Weise schützen könnte oder ob sie sowieso grundsätzlich durch das Urheberrecht schon geschützt sind. Genau, also die Werke sind schon per se, da musst du auch nichts anmelden, sind ja per se schon geschützt. So, jetzt musst du ja sagen, dass diese Begrifflichkeiten, das ist ja, ich sag mal, allgemeiner Sprachgebrauch, der kannst du ja nicht für dich beanspruchen. Ja, genau. Und auch nicht für deine Figuren, noch nicht mal in der Kombination. Dazu müsstest du einen markenrechtlichen Schutz genießen, damit du diese Kombination zu deinem Werk dann hinbekommst. Dann darf nämlich jemand anders seine Figuren aus diesem Material und darf die dann eben so nicht benennen. Aber das ist schon schwierig, weil es gibt auch sogenannte freihaltebedürftige Sachen. Also man kann nicht alles beim Markenamt einfach anmelden, sondern das muss doch schon eine gewisse Unterscheidbarkeit und Originalität haben. Ne? Könnte die zum Beispiel machen, Bettinas Kumpels. Ja. Hätte das eine Chance aus deiner Erfahrung, du hast ja für uns auch Wortmarken geschützt und so weiter, könnte das eine Aussicht auf Erfolg haben? Ja, auf jeden Fall. Also Bettinas Kumpels oder Bettinas Tutschen? Ja, weil das schon so individuell ist, ne? Und dann würde man das beschreiben, für was du das brauchst oder so. Mhm. Aber das ist, oder ein Logo dafür auch tatsächlich entwickeln, ne? Dass das irgendwie nicht nur das Wort ist, sondern dass das vielleicht auch schon deine Figuren mit beinhaltet, so ein bisschen, die du dann damit einarbeitest, einfach in diesen Namen. Und dann hast du, kannst du sowas wie eine Wortbildmarke sowas anmelden, genau. Okay. Das macht eure Kanzlei. Ne? Kleiner genau, wir machen das auch. Kleiner Werbeblock für dich. Danke. Genau. Genau. Alles das, was ich berate, berate ich natürlich auch kostenpflichtig. Wer hätte das gedacht? Also herrlich. Genau. Genau. Sehr schön. Lass uns einmal, die Zeit läuft uns bitte weg. Lass uns einmal nochmal drüben gucken. Vielleicht nochmal ganz kurz, Bettina, für dich. In China lese ich gerade von Vivian, ist es ja so, dass es eine Ehre anscheinend ist, wenn man da fotografiert wird und dass man das vielleicht etwas lockerer dann anginge. Keine Ahnung. So, aber ich habe oben, hatte noch Melanie etwas. Melanie, du wolltest noch irgendwas mit einem Mockup. Um was ging es da? Melanie?
Da kommt die doch schon. Da bin ich schon. Ich mache auch das Video nochmal an, damit man mich sieht. Ja. Genau. Die Frage ist halt tatsächlich, wenn ich mit Mockups arbeite und mir zum Beispiel das Cover ziehe vom Verlag, ist das dann eine Urheberrechtsverletzung? Also genau, du hast ja irgendwie jetzt ein Werk bekommen, ne? Genau. Von dem Verlag. Und der Verlag, ich sag mal so, der hat dir das ja zur Verfügung gestellt, damit du da was mitmachen kannst. Und ja, das gar nicht mal der Lizenz, ne? Genau, also gar nicht mal der Verlag, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel Bücher empfehlen wollen, also ich schreibe halt auch regelmäßig Buchrezensionen, ich habe jetzt keine Zeit, das halt selber zu fotografieren, kriege das nicht schön hin, weil das Licht nicht stimmt, und die meisten Verlagsseiten haben ja eben die Cover halt auf der Seite zum Download halt stehen. Ich lade mir das jetzt halt runter für die Rezension, packe das halt in Mockup. Also sprich, der Verlag wird sich diese Rechte ja zugesichert haben, sonst würde er dir das ja nicht zur Verfügung stellen. Ne? Also die Frage ist wirklich, was ich machen würde, also wenn ich Bilder zum Beispiel von irgendeiner Seite nehme oder meinetwegen vom Verlagsseite, sprich doch mit denen und frag doch, du möchtest das und das machen, ist das von euren Lizenzen gedeckt? Darf ich das machen? Ne? Also wir haben zum Beispiel viele Händlerportale oder so, deswegen sind irgendwelche Hersteller, die stellen extra Material online bereit, die zum Vermarkten gedacht sind. Und damit darf man dann ganz viel machen. Aber das muss man dann auch einmal absprechen und einmal sicher gehen, was darf ich denn damit einfach machen? Ich glaube, nur alleine sich denken, das ist so ein bisschen schwierig. Ich würde mich da immer vergewissern, wenn ich mit solchen Sachen arbeite. Wir haben mal einen Fall jetzt gerade auch vom Gericht gehabt. Da ist es nämlich tatsächlich genau andersrum gewesen. Da war einmal eine Herstellerseite. Da konnte man sich im Download-Bereich Produktfotos herunterladen. Dieser Hersteller hat aber auf dieser Seite dann einen eigenen Shop errichtet. Und die Lieferanten haben sich trotzdem weiter an diesen Produktfotos bedient. Und das waren Urheberrechtsverletzungen. Obwohl die das ursprünglich mal unter dem gleichen Link machen konnten. Ne? Da war natürlich große Diskussion, ist das irgendwie sittenwidrig oder so, was durfte der Händler? Ne, aber vorher gab es so einen Login-Bereich, da war das auch klar. Und danach gab es einfach eine ganz andere Seite, einen ganz anderen Shop. Ne? Einfach, wenn man sich Material irgendwo besorgt, einfach immer sagen, was darf man damit? Ne? Okay. Dann ist es immer sicher, genau. Dann ist es immer sicher, genau. Alles klar, Dankeschön. Carola, wir haben noch knappe 10 Minütchen. Hast du noch etwas, sonst hätte ich noch eine andere Frage hier. Boah, ich habe so viel mitgebracht. Ich erzähle noch mal. Also was ja noch mal ganz wichtig ist, neben diesen ganzen Texten und Bildern, ihr müsst ja auf jeder Seite, und das ist so das, was alle sich zuallererst angucken, ihr müsst in euren Social-Media-Seiten und auf euren Webseiten immer ein Impressum haben und eine Datenschutzerklärung. Das ist echt wichtig. Und wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr angreifbar nach außen. Wir haben das auch letztens gehabt. Da war eine Datenpanne bei der Aufsichtsbehörde gemeldet worden. So, und dann ist die Aufsichtsbehörde gegangen und hat erstmal auf der Webseite geguckt, was ist das eigentlich für eine Firma? Weil schon die Datenpannenmeldung war so merkwürdig. Und dann haben die gesagt, ja, das ist, guck mal, da steht ja irgendwie so eine komische Datenschutzerklärung. Da kümmert sich ja gar keiner. Also es hatte so ein schlechtes, so, und dann sind die gekommen mit so einem Fragenkatalog. Haben Sie eigentlich einen Datenschutzbeauftragten? Wieso ist der bei uns nicht gemeldet? Warum haben Sie keine ordentliche Datenschutzerklärung? Und zeigen Sie mal dieses, jenes, Folgendes. So, durch ein, also quasi das, was nach außen hingeht, finde ich immer ganz sauber, müsst ihr euch wirklich sauber angucken. Ich habe nämlich, also deswegen extra einmal auf meinen Twitter-Account vorhin verlinkt, da könnt ihr gerne einmal drauf schauen. Impressum habe ich da verlinkt und auch die Datenschutzerklärung, also so ein Deep Link dazu, und ich habe dann in der Datenschutzerklärung auf den Link sagen, oh, da haben wir einen Hund, der will auch mit. Oder was ist das? Eine Katze. Ein Hund, glaube ich, der sich gerade freut. Und du hast dann diese Datenschutzerklärung eben auch in diesem Twitter-Account. Und ihr könnt euch das auch bei mir gerne mal angucken auf meiner Webseite. Und zwar habe ich dort sehr ausführlich
Also das ist ja sozusagen, man muss ja erstmal bei sich auch selber ordentlich alles machen, sehr umfangreich dargestellt, welche Datenschutzerklärungen ich eigentlich haben muss und worauf ich da überall verweise. Ich habe zum Beispiel viel mehr reingebracht, nämlich auch nicht nur für die Datenschutzerklärung für die Webseite, sondern ich habe da auch für Mandanten und Gegner, die können sich da was runterladen, wie ich deren Daten verarbeite. Ich habe untergebracht, wie Bewerberdaten verarbeitet werden und so weiter. Und ich muss aus diesen Social-Media-Accounts eben dahin am besten verlinken, weil ich dann eine, sage ich mal, eine Seite nur pflegen muss. Das ist so meine Empfehlung immer, ne? Also Impressumspflicht, Datenschutzerklärung, ganz wichtig. Und Thomas, ich habe ja noch ein kleines Angebot mitgebracht. Shitload. Deine Mitglieder. Ja. Es gibt, ich habe ja noch ein, ich habe übrigens noch ein weiteres Unternehmen gegründet. Aha. Mhm. Das erkennst du aber nicht unter meinem, ich darf das auch mal posten, das ist die Technologiewerf, die beschäftigt sich tatsächlich nur mit Datenschutzbeauftragung und Datenschutz, weil das so ein spezielles Thema ist, habe ich das nochmal ausgelagert und bieten aber jetzt den ganzen Mandanten. Es gibt nämlich, haltet euch fest, jetzt ab 1.12. eine Neuerung. Es gibt ein neues TTDSG. Ich habe schon in den Fragenkatalog oben auch gerade gesehen, dazu eine Frage, ob man Einwilligung benötigt oder nicht. Na, das TTDSG sagt ja, wenn die Datenverarbeitung nicht erforderlich ist oder das Cookie setzen auf dem jeweiligen privaten Rechner, dann muss ich um Einwilligung bitten. Und das bieten wir gerade anhand eines Fragebogens, den wir in der Kanzlei erstellt haben, online an, dass man den ausfüllen kann. Dann kommt der quasi zu uns übermittelt. Und ich wollte deinen Kunden oder gerne auch allen Teilnehmern hier anbieten, dass wir die Datenschutzerklärung dann pauschal, also ihr bekommt dann ein Angebot pauschal, wenn ihr im Freitext Endpoint angibt, pauschal für, ich bin jetzt mal beim schmissigen Preis, 299 Euro, super. Dass wir das dann beraten. So, das wollte ich sozusagen nur euch jetzt hier anbieten. Normalerweise braucht man da je nach Aufwand auch so 2 Stunden, um die ganzen technischen Elemente, je nachdem. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, Heise sich melden würde, die haben ja sehr umfangreiche, weiß ich nicht wie viel, 100 Cookies, die setzen, da kämen wir jetzt ja überhaupt nicht mit hin. Aber ich gehe davon aus, dass ich dieses Angebot für alle halten kann, selbst wenn er einen normalen Shop hat. Also wer das näher wissen möchte, kann einfach auch an uns schreiben. Wir leiten das dann an Carola weiter, falls ihr oder ihr schreibt euch die Geschichten hier ab oder kopiert sie euch aus. Wie auch immer, machen wir gerne. Carola, ich habe noch etwas, ich würde gerne noch einmal Vanessa zuschalten, weil die mir etwas gesagt hat zum Thema Gewinnspiele. Das ist auch etwas praktisch. Vanessa, würdest du bitte einmal kurz sagen, was du da wissen wolltest? Vanessa ist nicht da, oder? Ist sie doch da? Nee. Ja, dann doch, einen kleinen Augenblick bitte, das geht ja nicht so schnell alles. Ja, hallo. Da ist sie auch schon. Ja. Es schiebt mal los, das Thema Gewinnspiele. Was ist da die Frage? Da ging es einfach darum, dass wenn man ein Gewinnspiel jetzt postet und dass man dann ja gewisse Bedingungen daran knüpft und eine zum Beispiel wäre, das Gewinnspiel zu teilen und Leute zu markieren. Ist das rechtens, wenn man das einfach so machen möchte, um eben diesen Bedingungen zu entsprechen oder sind diese Bedingungen gar nicht mehr gültig? Genau, also das ist eine sehr spezielle Frage. Ich kann dir mal sagen, was ich für eine Entscheidung kenne hier aus Hamburg. Mhm. Und zwar, wenn du zum Beispiel bei Facebook sagst, du kannst an dem Termin, an dem Gewinnspiel teilnehmen, dafür musst du uns einen Like hinterlassen. Mhm. Da hat das Landgericht in Hamburg gesagt, das ist zulässig. Okay. So. Und jetzt muss man halt, die Schwelle ist halt, was ist da noch unlauter und was dann nicht. So, und deinen Fall müsste ich jetzt tatsächlich recherchieren, weil das so speziell ist. Ne? Mhm. Aber also wenn du jetzt meine aus der Hüfte geschossene Antwort haben möchtest, glaube ich, dass das zulässig ist. Weil jeder weiß ja, dass du, ich sag mal so, bei Facebook sind die Likes, da liked man was, ob man das liked oder nicht. Beim Teilen ist schon die Frage, unterstütze ich das inhaltlich oder nicht? Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das ähnlich gehandhabt wird. So, aber ich kann dir da halt definitiv so aus der Hüfte nicht sagen, jo, das ist jetzt zulässig, ne? Ah, okay. Okay, das war, glaube ich, die Antwort auch darauf.
Carola, ich habe noch zwei Minütchen in unserem Format. Wir sind nämlich keine Stunde, sondern immer nur 45 Minuten hier online. Und da wollen wir uns ein bisschen auch dran orientieren. Gibt es noch etwas hier unten, was seitens des Publikums, was im Moment unbeantwortet geblieben ist? Also so aus dem Chat heraus sehe ich jetzt nichts. Da sind wir, glaube ich, soweit durch. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du hier für unsere Mitglieder das dies entsprechend anbietet. Ich würde sagen, entweder setzt ihr euch bitte direkt mit Carola in Verbindung oder falls das irgendwie nicht klappen soll aus irgendeinem Grund, schreibt uns bitte an. Wir leiten das natürlich dann selbstverständlich an dich weiter. Hast du noch etwas zum Thema, weil ich sonst dann langsam zum Ende kommen wollte? Ich habe noch einen Punkt gehabt, den will ich tatsächlich noch zu Ende bringen, Thomas. Die Sekunde. Und zwar habe ich noch mitgebracht, ganz wichtig ist ja für euch, wenn ihr etwas beitragt oder was postet, dass ihr erkennbar macht, ist das jetzt redaktioneller Inhalt oder ist das Werbung? Da gab es ja ganz viele Urteile in der Vergangenheit, dass Posts dann nicht als Werbung gekennzeichnet wurden von Influencern, ja. Also da bitte auch immer Obacht, ja, wenn ich jetzt dafür bezahlt werde, dass ich das auch entsprechend eindeutig kennzeichne. Also es ist auch schon mal sowas wie sponsored by oder so. Da haben die Gerichte gesagt, dieses komische Englische, das verstehen wir nicht. Ne? Also das ist jetzt nicht ausreichend. Ne? Am besten man sagt Anzeige oder Werbung. Okay, ja. Also das nochmal ein wichtiger Hinweis, weil gerade in Social Media wird das häufig vermengt und eben vergessen. So. Und das war es eigentlich schon. Also vielen Dank für das Interesse. Ganz herzlichen Dank. Alles, was ihr, dein Leistungsspektrum umfasst ja nicht nur Schützung von Wortmarken und was weiß ich was, sondern das gesamte, den gesamten Internetbereich. Wer da Fragen hat zum Impressum, zum Datenschutzerklärung und so weiter, möge sich bitte an dich wenden. Du bist in Hamburg erreichbar, in Paderborn, aber wohnen tust du auch in Hamburg, ne? Das hat sich ja noch nicht geändert, genau. Also bist du da auch definitiv erreichbar mit deinen Mitarbeitern. Darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich fand es spannende 45 Minuten. Wir haben das alles aufgezeichnet. Das wird heute höchstwahrscheinlich noch geschnitten. Dann könnt ihr das bei uns im Archiv euch nochmal anschauen. Wer da noch was wissen möchte, kommt dann gerne auf dich oder dann entsprechend auf uns zu. Ich darf noch einen Veranstaltungshinweis sagen. Also aktuell ist es ja so, dass wir keine eigenen Events. Wir wollten am 23. Dezember noch mit dem HSV Handball eine große Veranstaltung auf die Beine stellen, haben wir heute Morgen jetzt auch abgesagt. Eine analoge Veranstaltung ist einfach sehr kompliziert, die Situation. Aber das könnt ihr euch schon mal vormerken, am 30. April nächsten Jahres veranstalten wir die B2B-Messe Vitamin B in der Handelskammer Hamburg. Zusammen mit Unternehmen von der Handelskammer, M-Point, wir werden 300 Aussteller bieten wir die Möglichkeit für wirklich einen Preis, der unter 100 Euro sich bewegen wird, bei der Messe mit dabei zu sein. Wir haben ein tolles Messeprogramm, könnt ihr schon mal merken, Vitamin B am 30. April. Ich gehe mal davon aus, dass wir bis dahin das einigermaßen im Griff haben werden, sodass wir das auch analog dann machen können mit euch. Zumindest ist die Handelskammer gebucht für diesen Zeitpunkt. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Und vorher bitte immer wieder schauen im Inventarium, was wir für Veranstaltungen anbieten, ob es jetzt wieder digital mehr werden wird oder ob wir es analog machen können. Schauen wir einfach, wie es sich da weiterentwickelt. Da darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, Carola. Du hast das letzte Wort bei uns. Wie war es für dich? Ja, es war toll. Vielen Dank, Thomas, an dich und an M-Point, die das in so einer sympathischen Runde, so habe ich das genauso erwartet, und interessierten Runde veranstaltet habt. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Das hört sich doch gut an. Da kommen wir mal drauf zurück. So, ganz schöne zweite Dank. Tageshälfte. Genau, wir sind was haben wir, 12.47 Uhr, 12.45 Uhr wollten wir Schluss machen. Wir sind auch absolut in der Zeit. Ich darf mich bedanken. Toll, dass ihr dabei wart und von daher bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.